Hallo zusammen, hier spricht Rain. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr in Cinema 4D schnell und einfach Kristalle und Kristallformationen basteln und ein schönes Material dafür erstellen könnt. Vorab, ich verwende die R19 Studio Edition, aber zumindest die Grundlagen könnt ihr mit so ziemlich jeder Edition mitmachen. Wir werden folgende Funktionen verwenden. Booleans, verfügbar in jeder Version und Edition. Den Bevel Deformer, verfügbar in jeder Edition ab R16 oder höher, braucht ihr aber nicht unbedingt. Und MoGraph, verfügbar in Broadcast und Studio Editions. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Ich habe meine Version auf Englisch gestellt, werde aber wie immer die Begriffe auf Deutsch und Englisch nennen. Also, dann wollen wir mal. Erstellt zunächst ein neues Projekt. Ich habe hier ein kleines Beleuchtungssetup mit drin, das ist hier aber nebensächlich. Stellt die Kamera auf Top oben und wählt das Pen- oder Spline-Stiftwerkzeug aus. In früheren Versionen nehmt ihr am besten das Bezier-Spline-Tool. Damit erstellt ihr jetzt einfach ein unregelmäßiges Vieleck. Ihr könnt die Position der Punkte im Nachhinein noch anpassen, stellt aber sicher, dass alle Ecken nach außen zeigen. Wenn eine nach innen zeigt, wird das seltsam aussehen. Wechselt zurück in die Perspektivenansicht und erstellt ein Extrude-Objekt oder Extrude-Nerbs, wie es früher hieß. Schiebt das soeben erstellte Spline in das Extrude-Objekt und klickt auf das Extrude-Objekt, um dessen Einstellungen anzuzeigen. Schaut auf die drei Felder bei Movement oder Verschiebung. Diese repräsentieren die Richtungen X, Y und Z. Stellt zunächst bei Z 0 ein und erhöht dann Y, bis ihr eine Höhe erreicht, die euch gefällt. Ungefähr so hoch wird dann euer Kristall. Wir werden aber noch ein wenig abschneiden. Ich stelle hier jetzt einfach mal 500 ein. Als nächstes erstellt ihr ein Connect- oder Verbinden-Objekt. Folgendes. Wenn wir das Extrude-Objekt bearbeitbar machen, wird Cinema 4D die Seiten und die Deckel oder Caps des Objekts separat behandeln. Sie sind dann zwar Teil desselben Objekts, aber physisch nicht miteinander verbunden. Wenn wir es vorher in das Objekt schieben und dann bearbeitbar machen, haben wir am Ende nur ein Objekt, keine separaten Teile davon und genau das wollen wir. Schiebt das Extrude-Objekt also in das Connect-Objekt, wählt das Connect-Objekt aus und klickt Mesh Conversion Make Editable. Mesh konvertieren. Grundobjekt konvertieren, um es bearbeitbar zu machen. Bei alten Versionen findet ihr das unter Functions oder Funktionen. Ihr könnt aber auch faul sein, so wie ich, und einfach C drücken. Löscht dann den Fong-Tag und die beiden Selections. Erstellt als nächstes einen Würfel und macht diesen größer, breiter und höher. Genaue Vorgaben gibt es hier nicht, ihr seht gleich warum. Schiebt den Würfel nach oben und dreht ihn ein wenig, sodass er schräg an der oberen Kante des Connect-Objekts hängt. Positioniert ihn so, dass er einen Teil der oberen Kante verdeckt, aber nicht die ganze obere Fläche. Dreht ihn ruhig noch ein wenig umher, sodass wir keine rechten Winkel erhalten. Stellt außerdem sicher, dass die Kanten des Würfels außerhalb des Connect-Objekts bleiben. Sowas hier wollen wir nicht sehen. Erstellt als nächstes ein Boole-Objekt. Verschiebt das Connect-Objekt und den Würfel in das Boole-Objekt und stellt sicher, dass das Connect-Objekt sich über dem Würfel befindet. Wie ihr seht, haben wir jetzt ein Stück des Connect-Objekts herausgeschnitten. Wählt nun das Bool-Objekt aus und klickt auf Display Quick Shading Lines, Darstellung Quick Shading Linien. So seht ihr, welche Polygone durch das Bool-Objekt erstellt werden. In den Einstellungen des Bool-Objekts setzt die Haken bei Hide New Edges, neue Kanten verstecken, um die eigentlichen Kanten des Kristalls besser sehen zu können, Create Single Object, einzelnes Objekt erzeugen, damit er uns die einzelnen Flächen nicht zu separaten Objekten macht, und Create Fong Breaks at Intersections, Fong Shading an Schnittkanten unterbrechen. Sonst kann es zu Glitches führen, wenn sich Flächen überschneiden. Wählt den Würfel aus, macht eine Kopie davon, wählt das Boole-Objekt aus und drückt erneut C, um es bearbeitbar zu machen. So, das wiederholen wir nun. Positioniert den Würfel neu, sodass er erneut einen Teil der Spitze abschneidet. Spielt euch hier, verändert den Winkel, schneidet mal mehr, mal weniger weg. Wichtig ist nur, dass die Schnittkanten unterschiedlich wirken. Es ist völlig okay, wenn ihr in eine bereits bestehende Schnittfläche reinschneidet. Vergesst nur nicht, jedes Mal den Würfel und euren Kristall wieder in ein Boole-Objekt zu packen. Am Ende soll die Fläche oben komplett weg sein. Thank you.
Das gleiche wiederholt ihr jetzt mit der Unterseite. Hier lasst ihr die Winkel aber flacher. Die Edge Selection Tags könnt ihr übrigens am Ende auch löschen, ebenso wie das Fong Tag. Damit habt ihr schon mal einen recht gut aussehenden Kristall. Wer die R16 oder höher hat, kann jetzt einen Bevel Deformer erstellen und in den Kristall ziehen. Stellt den Offset auf 3 und die Subdivisions, Unterteilungen, auf 2. Der Deformer schleift uns die Kanten ein wenig ab, und zwar ohne das Objekt tatsächlich zu verändern. Man könnte das natürlich auch mit der normalen Bevel-Funktion erreichen, dafür müsste man das Objekt aber permanent verändern. Ob ihr das macht, ist aber Geschmackssache. Wenn eure Edition über die MoGraph-Funktionalität verfügt, können wir jetzt Fehler in den Kristall einbauen. Rechts klickt euren Kristall mit dem Deformer und wählt Current State to Object, aktuellen Zustand in Objekt verwandeln. Es wird ein neues Objekt erstellt, das eurem Kristall entspricht, auf den der Bevel angewendet wurde. Das Original könnt ihr ausblenden. Er stellt nun eine Voronoi Fracture oder Bruch. Ich weiß leider nicht, ab welcher Version es diese Funktion gibt. Schiebt euren Kristall hinein. Wählt die Voronoi Fracture aus, klickt auf Sources, Quellen und spielt hier mit den Werten unter Point Generator Distribution, Punktgenerator Verteilung. Damit könnt ihr die Anzahl und Verteilung der Fehler variieren. Ich denke, das ist so ausreichend. Als nächstes machen wir aus dem einzelnen Kristall eine Formation. Auch hierfür wird die MoGraph-Funktionalität benötigt. Erstellt zunächst ein paar weitere dieser Kristalle. 4 oder 5 reichen aus. Ihr könnt sie auch ruhig ein wenig in der Länge und Dicke variieren. So, für das Tutorial reichen die 3 hier aus. Natürlich ist klar, je mehr Kristalle ihr erstellt, desto mehr Variationen gibt es hinterher in der Formation. Erstellt dann ein Cloner oder Klonobjekt und verschiebt alle eure Kristalle hinein. Erstellt eine Kugel und wählt unter Object Type, Objekt Typ, Hemisphäre oder Halbkugel aus. Klickt auf den Cloner, um dessen Eigenschaften anzuzeigen, und stellt bei Mode, Modus, Object, Objekt ein. Klickt auf den Pfeil neben dem Feld Objekt und klickt dann auf die Kugel. Unter Transform, Transformation, stellt bei P minus 90 Grad ein, damit die Kristalle senkrecht von der Kugel abstehen. Wählt dann die Kugel aus und erhöht den Radius, bis die einzelnen Kristalle erkennbar sind. Jetzt müssen wir ein wenig mit der Größe des Kloners und der Anzahl der Segmente der Kugel spielen, bis wir eine vernünftige Menge und Größe der Kristalle auf der Kugeloberfläche haben. Das ist ein wenig Gefühlssache, macht es einfach so, wie ihr denkt, dass es für euch am besten aussieht. Wenn ihr fertig seid, blendet die Kugel aus. Erstellt unter MoGraph Effector einen Plane oder Simple Effector. Klickt auf den Kloner, wählt den Tab Effectors, Effektoren aus und zieht den Effektor in das Effectors-Feld. Klickt nun wieder auf den Plane-Effektor, wählt in den Einstellungen Parameter, entfernt den Haken bei Position, setzt ihn bei Scale, Skalierung und bei Rotation und spielt mit den Werten Y und P sowie dem Durchmesser der Kugel, bis es für euch gut aussieht. Bedenkt, es ist völlig okay, wenn sich Kristalle überschneiden. Das korrigieren wir hinterher. Ja, ich denke, so kann ich's lassen. Erstellt nun unter MoGraph Effector einen Random- oder Zufall-Effektor und fügt ihn ebenfalls dem Cloner hinzu.
In den Einstellungen des Random-Effektors klickt auf Parameter, stellt sicher, dass die Haken bei Position, Scale, Skalierung und Rotation gesetzt sind und setzt außerdem den Haken bei Uniform Scale, gleichmäßig skalieren. Spielt jetzt mit den Werten, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Gut, so lasse ich's. Nochmal, es ist vollkommen okay, dass sich hier Kristalle überschneiden und überlappen. Wir werden sie jetzt sich selbst richten lassen. Rechtsklickt auf den Kloner, wählt Simulations-Tags Rigid Body, in früheren Versionen Dynamics Body. In den Einstellungen wählt unter Collision, Kollision, bei Inherit Tag, Hierarchie, Apply Tag to Children, auf Unterobjekte vererben und bei Individual Elements, individuelle Elemente, auf All oder Alle. Bei Force, Kräfte, stellt ihr für Follow Position, Position folgen, 5 ein und für Follow Rotation, Rotation folgen, 10. Wenn ihr jetzt den Anzeiger in eurer Zeitleiste ganz nach rechts schiebt, seht ihr, wie die einzelnen Kristalle sich selbst ordnen. Sie gleiten auseinander, sodass sie sich berühren, aber nicht überschneiden. Um diesen Zustand einzufrieren, rechtsklickt auf den Kloner und wählt Current State to Object, aktuellen Zustand in Objekt verwandeln. Es wird ein Nullobjekt erzeugt, das alle Kristalle als einzelne Objekte an ihren Positionen enthält. Löscht das Rigid Body Tag an eurem so neu erstellten Objekt, dann könnt ihr den Anzeiger der Zeitleiste wieder auf Null setzen. Ihr könnt jetzt die einzelnen Kristalle anwählen und verschieben oder löschen, falls sie euch an ihrer aktuellen Position nicht gefallen. Damit habt ihr eine ordentliche Kristallformation. Zuletzt soll das Ganze natürlich entsprechend texturiert werden. Ich werde euch jetzt hier nur das grundlegende Material mit seinen Texturen zeigen, es jetzt aber nicht einfärben. Wenn ihr farbige Kristalle haben wollt, so wie der Hintergrund hier gerade, da könnt ihr euch natürlich wunderbar spielen und eurer Kreativität freien Lauf lassen. Erstellt ein neues Material. Setzt den Haken bei Luminance, Leuchten und wählt als Texture, Textur, Gradient, Farbverlauf aus. Klickt auf die Vorschau des Gradienten und wählt bei Typ 2DV aus. Nun müsst ihr ein wenig spielen. Ich habe hier 4 Farbnodes erstellt, die sich, wenn ich davon ausgehe, dass links 0 und rechts 100 ist, ungefähr bei den Positionen 0, 25, 50 und 100 befinden. Die Node bei 0 hat Rot, Grün und Blau jeweils einen Wert von 200, die Node bei 25 hat einen Wert von Rot, Grün, Blau jeweils 205 und die anderen beiden Nodes sind weiß. Stellt dann bei Turbulenz einen Wert von 10% ein. Setzt den Haken bei Transparenz und stellt bei Refraction, Brechung, einen Wert von 1,55 ein. Wählt bei Texture, Textur wieder Gradient, Farbverlauf aus, stellt dann Rot, Grün und Blau bei Absorption Color, Absorptionsfarbe, jeweils auf 200. Im Gradient stellt bei Typ 2DV ein. So, ich habe hier wieder 4 Farbnodes, dieses Mal ungefähr bei Positionen 0, 15, 70 und 100. Die Node bei 0 hat einen Wert von Rot, Grün, Blau jeweils 175, die bei 15% 225 und der Rest ist wieder weiß. Bei Turbulenz stellt ihr dann auch wieder einen Wert von 10% ein. Klickt als nächstes auf Reflectance, Reflektivität. Stellt dort neben Default Specular Glanzlicht Standard auf Normal und bei Global Specular Brightness globale Glanzlichthelligkeit auf 250%. Stellt Typ auf GGX, Attenuation, Abschwächung auf Average, Durchschnitt, Roughness, Rauigkeit auf 10%, Reflection Strength, Spiegelungsstärke auf 100%, Specular Strength, Glanzlichtstärke auf 80% und Bump Strength, Reliefstärke auf 100%. Setzt nun schließlich einen Haken bei Bump, Relief und wählt bei Texture, Textur, Noise aus. Stellt die Stärke auf 15% und klickt dann auf das Vorschaubild. Wählt bei Noise Luca aus. Bei Global Scale, globale Größe, stellt ihr 450% ein. Stellt dann bei Brightness, Helligkeit, 50% ein und bei Contrast, 20%. Kleiner Hinweis. Die Materialvorschau sollte bei euch etwa so aussehen.
Im Video sieht sie ein wenig anders aus, da mir erst nach der Aufnahme aufgefallen ist, dass ich eine Einstellung vergessen hatte. Schließ den Materialeditor und schmeiß den zum Objekt gemachten Kloner von vorhin wieder raus. Wende dann das Material auf die Kristalle in eurem Original-Kloner an. Deaktiviert den Kloner erstmal, indem ihr auf das Häkchensymbol klickt und wechselt zum Texturmodus, wählt das Textur-Tag aus und wählt unter Tag bei Projection, Projektion, Cubic, Quadermapping aus. Unter Coordinates, Koordinaten, passt die Y-Werte von Position und Skalierung so an, dass der gelbe Gitterkasten den Kristall komplett umschließt. Wiederholt dies nun für die restlichen Kristalle. Aktiviert den Kloner wieder und führt die Schritte mit dem Rigid Body zum Ordnen der Kristalle und zur Umwandlung des Zustands in ein Objekt erneut aus. Dabei sind jetzt ein paar Zwischenräume entstanden. Ich werde es einfach hergehen und ein paar Kristalle verschieben, um diese Löcher zu schließen. Und das wär's. Damit sind wir fertig. Kleine Warnung vorweg, das Ganze braucht relativ lange zum Rendern. Das Bild, das ihr hier seht, wurde mit einer Auflösung von 1920x1080 gerendert und mein Rechner hat dafür genau eine Stunde gebraucht. Transparenz mit Lichtbrechung sorgt immer für lange Renderzeiten. Okay, noch ein paar Worte zum Schluss. Ich habe die meisten Einstellungen hier vorgegeben, weil ich vorher viel rumprobiert habe und das einfach am besten für mich funktioniert hat. Das heißt aber nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Probiert mit den Einstellungen rum, schaut, was sie bewirken. Letztendlich soll es euch ja selbst gefallen und vielleicht findet ihr ja auch den ein oder anderen coolen Effekt, den ihr für ein zukünftiges Projekt verwenden wollt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch einfach ein Abo da. Habt ihr Anregungen, Kritiken, Wünsche, dann schreibt sie in die Kommentare. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Rain. Langer Zug ist lang. Kann man das in der Aufnahme eigentlich hören? So geht das schon die ganze Nacht. Ein Güterzug nach dem anderen.